Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich überlege gerade, wo kommt überhaupt das Licht her? Weil eine Sonne sehe ich nicht. Vielleicht genau über uns. Wir sind genau zur Mittagshitze da. Naja, jetzt reden sie im Chat über Star Citizen. Obwohl ich das Gefühl habe, Star Citizen wird fertig sein. Und meine Enkel werden es spielen dann. Während ich schon im Raumschiff rumfliege im Weltall. Im echten Weltall. Warum sind eigentlich alle Erinnerungsauslöser hier so im Dreieck gestellt? Ich glaube, es sind so die letzten drei Erinnerungsauslöser. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Geht weg! Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Fremdherrn auf das Imperium zurück, um mehr zu erfahren. Ey! Lass mein Fahrzeug in Ruhe. Ih, was ist das denn? Ich glaube, normalerweise geht man ja nicht mit dem Fahrzeug rein. Aber es hat gerade so gepasst. Sorry, aber ich will mal eben kurz die Erinnerungsmatrixen holen. Dann haben wir nämlich alle Erinnerungen freigeschaltet. Obwohl, bis wir uns die angucken, vergeht ja noch ein bisschen Zeit. Moment. Der will mich vom Planeten auch runterholen. Wahrscheinlich, um mir die neuen Erinnerungen anzuschauen. So, Nomad. Beschützt uns mal hier mit dem Schild. Danke.
Sam, eine weitere Erinnerungsmatrix. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja. Mal gucken, ob der gleich sagt, alle Erinnerungen sind freigeschaltet. Sie können das gesamte Wissen Ihres Vaters abrufen. Junge! Immer schön zwei Schritt weg vom Klo, sonst spritzt es zurück. Vater, danke. Aus dieser Hitzezone raus. Uwe Boll kann nichts für schlechte Filme. Jeder macht mal Fehler. Ich glaube, das witzigste Kommentar, was im Stream heute gesagt wurde bis jetzt. Tja, Uwe Boll hat aber ein bisschen mehr als einen Fehler gemacht. Der einzige Film mit Existenzberechtigung ist einfach Postal. Und der wurde sogar zerrissen. Dabei finde ich, dass der Humor gut eingefangen ist. Temperaturen über dem Normalwert. Oh Mann, ey. Da fahre ich doch hier mit dem Fahrzeug hoch. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Bam. Nein! Geht doch. Sieht aus, als wäre das wieder ein Tor zu einer Erinnerung gewesen, Sam. Und zwar das letzte. Die letzte Erinnerung ist freigeschaltet. Kehren Sie bitte zum Sam-Kern zurück. Sehr schön. Alles freigeschaltet. So, was ist das nächste, was wir hier sehen? Ah, Turianische Arche. Verschollen, aber nicht vergessen. Anomalie auf Eladan. Eladan untersuchen. Arbitus Rix ist davon überzeugt, dass Macon Barrow, der Turianische Pathfinder, noch lebt. Er hat sie gebeten, ihm bei der Suche nach ihm zu helfen. Turianer fühlen sich wahrscheinlich hier auch sehr wohl. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Einer sagt, er mochte Blood Rain von Uwe Boll, wo ich sagen muss, dass der auch okay war. Da hinten ist der Architekt. Habe ich schon gesehen, dass der da mit seinem Schwänzchen in der Luft wedelt. Obwohl Blood Rain man wirklich nur wegen der Gewalt und wegen der Schauspielerin geguckt hat. Also ich jedenfalls. Sie wollten es wohl so aussehen lassen wie Dune den Wüstenplanet. Ach, unendliche Weiten. Wie ja mal eben um die Ecke fahren. Verdammt. Stase-Kapseln der Arche Nathanus. Ist noch jemand am Leben?
Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Ach du Scheiße. Da gammeln die hier einfach in der Wüste. Ach nee. Die Kapseln verhindern, dass man die Verwesung riecht. Sam, Masons Profil müsste in der Datenbank der Initiative gespeichert sein. Vergleichen wir es mit den Kapseln. Möglicherweise ein entfernter Verwandter. Keine Übereinstimmung. Ein Turianer, aber nicht ihr Pathfinder. Diese Person ist zu alt. Die Daten stimmen nicht überein. Vor allem... Mason Barrow ist in keiner dieser Kapseln, Pathfinder. Ja, aber... Die ist noch aktiv, die Kapsel. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Sam, überprüf die Chronik der Kapsel. Dem letzten Log zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Nathanus abgeworfen. Wegen der Geißel? Nein, der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Nathanus als vermisst gemeldet wurde. Okay, aber irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Vielleicht war der Kerl ja schon vorher tot. Wir sollten Avitus informieren. Er wird wissen wollen, was wir entdeckt haben. Langsam kann ich überhaupt nicht mehr aus dem Helm rausgucken. So viel Sand habe ich da drin. Naja. Aber wo ich mich so ein bisschen wirklich freue und ich glaube, dass das wirklich einschlagen wird, Science-Fiction-mäßig. Dieses Jahr wird sein, dass wir, hier bei Prey freue ich mich drauf, obwohl Prey natürlich nichts mehr damit zu tun hat, dem früheren Prey. Wir sind also kein Indianer mehr, der von seinem Reservat entführt wird und seine Freundin retten will. Obwohl ich den damals schon echt cool fand von den Ideen her. Und Servants oder sowas. Das ist von denen, die Dark Souls, also das deutsche Dark Souls gemacht haben, was... Oh, Lord of the Fallen hieß, genau. Und jetzt machen sie das in der Zukunft, wo man einen sich, glaube ich, ein dämlicher Bauarbeiter ist und Gegnern Körperteile abschlagen kann, um die als Waffen zu benutzen. Das spiele ich natürlich wegen der Story. Nein, ich spiele es, weil die Bosskämpfe schon sehr interessant aussahen. Und weil ich es auch schon auf der Gamescom spielen konnte. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Das war echt cool. Hört auf, mich zu beschießen, ich bin nur wegen dem Mineral hier. Nur dafür, da ich heute mir vorgenommen habe, 3 Stunden Mass Effect zu spielen, habe ich das Gefühl, man kommt wieder überhaupt nicht voran. Und wenn Gronkh Prey 10-mal Let's Play hat, beziehungsweise eine Preview-Version angefangen hat zu Let's Playen, um Leute anzufixen dafür, ist mir das absolut egal. Weil ich möchte es selbst spielen. Ich habe bei Gronkh auch nicht reingeguckt. Gronkh. Ja. Ah.
Ey! Wo kam der denn jetzt her? Och nee. Ist er nicht, der ist hinter mir. Hallo? Oh, der ist im... Oh, ich fasse es wieder nicht. Der ist in der Wand drin. Das ist echt das Schlimmste. Genau, ich meine eigentlich The Surge übrigens. Wegen dem Spiel, wo man die Teile abschlagen kann und dadurch neue Waffen beziehungsweise neue Waffen bekommt. Ah ne, er ist doch nicht in der Wand drin. Ah, jetzt ist er in der Wand wieder drin. Aber das ist ein Feature. Das ist wie die Gegner, die unsichtbar werden können. Weil Texturen nicht eingeladen werden. Ach, das ist noch nicht mal der Monolith gerade, sondern das ist ein Zwischenstück, wo irgendwo eine Kiste versteckt sein müsste. Und was liegt da in der Düne? Weil solange das Ding eigentlich nicht diese andere Farbe eingenommen hat, beziehungsweise weiß ist, müsste man hier was finden. Und eigentlich ist es immer eine Kiste. Lohnt es sich, Dark Souls anzufangen? Ich habe mir sagen lassen, Dark Souls lohnt sich immer anzufangen. Ach mein Gott, da unten steht sie. Temperaturen steigen. Vor allem, weil Dark Souls ja nicht glänzt wegen der Grafik, sondern wegen dem Gameplay. Aber für mich ist es einfach nichts. Ich habe mit The Lord of the Fallen einfach mehr Spaß gehabt. Weil es für mich sich einfach ein bisschen... Ja, die Leute werden sagen, Dark Souls ist halt nicht so casual wie Lord of the Fallen. Aber Lord of the Fallen hat mich echt gut unterhalten mit den Bosskämpfen. Wir haben Ziele. Obwohl es auch ein paar Probleme hatte, sag ich mal. So wie zum Beispiel lieber auf Tempo zu gehen, anstatt schwere Ausrüstung zu tragen. Ey, mein Lieblingsspiel. Sie müssen nach den fehlenden Glyphen scannen, Pathfinder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Du benutzt den Scanner schon, Ryder. Also, und er zeigt schon was an. Oh.
Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Düsen. Sehr schön. Ruf auf der Suche nach Kosten ist ja wie bei Zelda. Wie alt wärst du, wenn du vor 5 Jahren geboren wärst? Was für eine blöde Frage. 5. Tut mir leid, ich bin zu faul dafür gerade. Kämpfen gegen das kleine Vieh. So, damit ist der auch aktiviert. Was haben wir hier oben? Ach so, medizinische Vorräte. Nochmal natürlich wieder am absoluten Rand der Karte. Aber es wird schon. Ich denke, viele fänden es interessant, wenn ich Dark Souls spiele. Was aber nur daran liegen würde. Ist das wirklich der Architekt? Erstaunlich, oder? Solange es uns nicht umbringen will. Weil ich mich ohne Ende aufregen würde. Das wäre wirklich eine tausendfache Wiederholung von Hate Speech. Gegen mich selbst gerichtet und gegen Dark Souls Entwickler. Einfach tolle Deckung hier, ey. Drake lässt sich nebenbei vom Laser einfach mal ein bisschen penetrieren. Er mag's einfach warm. Oh, gibt's doch nicht. Moment. So, damit lebt Cora wieder. Nehme ich eh mit, weil hier könnte auch wieder ein Relikt-Override sein. Stärke sämtliche Schilde. Aber leider ist es nicht hier. Eigentlich kann man hingehen, aussteigen aus dem Fahrzeug
die Kiste eben aufmachen und wieder wegfahren. Und dann geht nämlich die Zone als erledigt, was damit zu tun hat, dass dass die Gegner eigentlich hier respawnen. Erstaunlich, oder? Solange es uns nicht umbringen will. Naja, und solange es nicht unter uns auftaucht. Ich werde mich an das Ding nie gewöhnen. Aber irgendwie werden wir den ja wohl später noch aktivieren. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Die Temperaturen steigen an. Vor allem, ich habe es mal gesehen, der Temperaturanstieg beträgt auf 50 Grad. Klar, 50 Grad macht keinem Spaß. Vor allem nicht, wenn du einen Aufklärungsanzug anhast, der wahrscheinlich eigentlich deine Haut kühlt. Durch Ventilationssysteme, was auch immer da sein sollte. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Aber habe ich mir schon ein bisschen schwierige Temperaturen vorgestellt. Vor allem, wenn ich nachher den Planeten abkühle, dass wir hier siedeln können vernünftig. Dadurch, dass ich die Monolithen aktiviert habe. Was ist dann eigentlich mit den Kroganern, die im Krater sind? Die frieren sich dann den Arsch ab für alle Zeit. Ich würde den Pathfinder hassen. Temperaturen steigen an. Na guck mal, hier sind auch Kryokapseln. Ja. Guck mal, wie faul ich bin. Ich glaube, dann lädt er jetzt gerade noch nicht mal. Oder er lädt doch. Normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Temperatur.